Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu dem Video hier. Ihr habt im letzten Video ja gesehen, dass wir die Querlenker und die Spurstangenköpfe gemacht haben. Steht hier bei Reifen Wagner. Durfte das Ganze jetzt leider nicht filmen. Ich habe im Vorfeld mal gefragt, wie das ist, ob ich das Ganze euch zeigen darf. Leider nicht, die wollten das nicht. Ja, aber ich habe jetzt hier das Protokoll liegen von der Achsvermessung. Es war jetzt nicht so wirklich gravierend verstellt, hat er mir auch gesagt. Also mein Bruder hat es top eingestellt, also in dem Sinne danke nochmal Bruder, dass du es gut gemacht hast. Ja, hier stehen halt jetzt ein paar Werte drauf, zum Beispiel links, rechts, minus, plus, minus, ja halt verschiedene Werte von Sturz, Spur und so weiter und so fort. Ja, wie lange hat es jetzt gedauert? Gut, Wartezeit war jetzt 2 Stunden. Sagen wir, fahren jetzt mal heim zu mir und schauen mal, ob sich das Lenkrad jetzt wieder ja gerade verhält, weil es hat nämlich ganz ganz leicht nach links gezogen und das Lenkrad stand rechts verdreht da. Also wenn ich drauf schaue, stand das Lenkrad so, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie jetzt aufnehmen kann bei der Heimfahrt, und ich würde sagen, wir fahren jetzt los. So, ich bin jetzt schon ein paar Meter unterwegs, sozusagen 5 Kilometer sind es genau, und ich habe jetzt weder gemerkt, dass das Lenkrad schief steht, noch dass irgendwie die Spur nicht richtig eingestellt wäre, aber die haben echt gute Arbeit geleistet und muss sagen, das ist eine gute Arbeit, vor allem für den Preis, was ich bezahlt habe. Also wer wissen will, was ich bezahlt habe, bei uns hier in der Region ist das so zwischen 40 und 60 Euro üblich, dass man hinlegt beim Spurvermessen. Je nach Gängigkeit der Spurstangenköpfe. Bei mir war es jetzt halt nicht so teuer, weil halt alles neu ist. Und wenn es erst gangbar gemacht werden muss, dann kostet es halt ein paar Euro mehr. Ja, in dem Sinne ist alles ordentlich eingestellt. Jetzt fährt sich das Auto auch wieder schön. Zieht nicht nach links, nach rechts und so weiter und so fort. Wichtig ist natürlich halt Spur vermessen, hat mein Bruder ja schon im letzten Video erwähnt, wegen der Sicherheit, weil wenn ihr jetzt das nicht machen lasst, ja, fahrt ihr euch die Reifen einseitig ab, und wenn ihr Pech habt und in eine Polizeikontrolle kommt, könnt ihr Bußgeld bekommen, und ja, ich glaube, zu wissen, 1 Punkt pro abgefahrenen Reifen. Also es ist nicht lustig, da ist das Spur vermessen billiger, meiner Meinung nach. Ja, muss aber jeder selber wissen, weil ich bin ja nicht für euch verantwortlich. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Und ja, ich fahre jetzt gerade nach Hause und ich melde mich dann am besten nochmal, wenn ich zu Hause bin. Mittlerweile daheim angekommen. Ich habe hier das Achsvermessungsprotokoll. Das habe ich euch ja gerade nur mal so flüchtig ja gezeigt. Also wir haben jetzt hier ein paar Sollwerte draufstehen. Ich kenne mich jetzt damit auch nicht ganz so gut aus. Da hätte man jetzt den Fachmann fragen können, wenn ich filmen hätte dürfen. Aber da das jetzt nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte, ja, muss ich es euch ein bisschen so grob erklären. Ich weiß nicht, ob bei euch die Werte dann gleich sind oder ob das vom Auto zu Auto unterschiedlich ist. Wie gesagt, es ist halt jetzt blöd, dass ich da nicht filmen durfte. Aber ja, mögen sie halt nicht, die Firmen, ne? Weil, ja, aus irgendwelchen Prinzipien. Naja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt einmal dort stehen Hinterachse, Vorderachse. Ich weiß jetzt zwar nicht, welches jetzt das richtige Protokoll ist, sind 2 Stück, da steht Auftrag und hier oben steht Einstellungsvermessung. Ne, Eingangsmessung, Einstellungsvermessung. Messwerte. Hier haben wir dastehen, Eingangsmessung, Sturz hinten, links, rechts, minus 1 Grad, 37, Sollwert minus 2 Grad, ja, es stehen ein paar Werte drauf, zum Beispiel dann Einstellspur links hinten. Ja, hinten kann man sowieso beim Kompakt nichts einstellen. Das ist sowieso Fakt. Vorderachse Sturz minus 1 Grad auf der linken Seite
um minus 1,16 Grad auf der rechten Seite. Sturz, Maximaldifferenz, Gesamtwert plus, ja, wenn ich euch das jetzt vorlese, dauert das Video noch Ewigkeiten. Wie gesagt, das sind so die Richtwerte, was da draufstehen, und Sollwerte, die haben ja da ihr Programm, wo sie das alles so eingeben in den Bosch-Tester da, also in dem Bosch-Gerät. Und ja, wie gesagt, ist jetzt die Spur vermessen. Wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt nicht in dieser Werkstatt war, wo ich den TÜV gemacht habe, weil ich habe ja im letzten Video erwähnt, ich gehe jetzt in die Werkstatt, wo ich den TÜV gemacht habe, und ja, zeige euch das da dann noch einmal. Aber in der Werkstatt, wo ich jetzt dann morgen hinfahre, das Video seht ihr dann 4 Tage später, die hat morgen keine Zeit zum Achsvermessen, deswegen wird morgen nur Nachkontrolle vom TÜV gemacht. Deswegen habe ich jetzt heute kurzfristig noch den Termin da bekommen. Wahrscheinlich war es ihnen auch zu kurzfristig, dass ich das filmen konnte. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kann ich das irgendwann nochmal machen. Vielleicht gibt es da mal einen netten Achsvermessungsherrn, der mir das dann mal als Video für euch zeigen kann. Naja, Leute, in dem Sinne konnte ich euch jetzt nicht viel zeigen. Ich sage jetzt in dem Sinne Servus, weil sonst wird das Video eh wieder zu lang. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, beziehungsweise fleißig Kommentare schreiben. Und wer mich noch nicht kennt, kann mich jetzt hier in dem Sinne abonnieren. Und ich sage jetzt nur noch Servus, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.